Hallo und herzlich willkommen. Ich nehme euch mit auf eine Fahrt hier im Ferrari GT3 Challenge auf der Strecke Watkins Glen, Kurzanbindung. Qualifying lief nicht ganz so gut. Ihr seht es, Platz 15. Aber es ist mein erstes GT3-Rennen hier auf dieser Strecke, so dass ich mich entschieden habe, da einfach mal mir das Ganze in Ruhe anzuschauen. Wir befinden uns jetzt gerade in der Einführungsrunde. Ich versuche so ein bisschen Temperatur in die Bremsen zu kriegen. Und dann schauen wir einfach mal, was da jetzt noch so alles auf uns zukommt. Der vor mir, der fährt die Reifen schon warm. Das macht er, glaube ich, schon für mich mit. Da brauche ich erstmal nichts tun. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis in Lime Rock, auch im Ferrari GT3, in der Ferrari GT3 Challenge. Da ist mir nämlich in der Einführungsrunde einer durchs Auto gefahren, sodass noch bevor das Rennen überhaupt losging, ich schon mit einem defekten Fahrzeug irgendwo am Seitenrand stand und dann im Feld hinterher gefahren bin. Das war nicht die beste Erfahrung, deswegen lasse ich jetzt hier erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Schauen wir mal, was das Rennen bringt. Ich glaube, das wird ein bisschen nervös sein. Ich versuche mich mal ein bisschen aus dem Ganzen rauszuhalten. Ja, so dass wir einfach die Chance haben, mal zu sehen, okay, was passiert denn da jetzt alles noch? Gucken wir mal. Also es wird gleich sicherlich sehr, sehr nervös sein im Feld. Dafür ist das I-Rating des Feldes Schnitt jetzt nicht ganz so hoch mit 1500. Ja, sehr viele ungestüme Piloten. Wir versuchen uns mal aus allem erstmal rauszuhalten. Und dann schauen wir mal. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, denn die letzten Kurven, da wird das Feld immer ein bisschen nervöser, was es anbelangt, hier den Start vorzubereiten. Gut, schauen wir mal, was die ersten Runden so bringen. Ja gut, den Start, den habe ich mal ein bisschen verpennt, etwas zu viel Platz im Vordermann. Aber gut, ich habe ja gesagt, ich lasse es mal ruhig angehen. Es wird mit Sicherheit gleich was passieren. Oh, da fliegt schon der Erste. So kann es gehen. Also erstmal Piano, lass ich mal die erste Runde sein. Oh je, da spielen sie auch Autoscooter. Okay, genauso wie ich es mir gedacht habe. Schauen wir mal, was jetzt die Abfahrt zur Schikane bringt. Vorbeigelassen. Erste Runde hatte ich ja gesagt, lasse ich es mal ganz entspannt angehen und dann gucken wir mal, wie das Rennen noch für uns läuft. So, jetzt sind wir ganz hinten und schauen mal, was jetzt noch so geht. Ja, der wollte mich jetzt gerade nicht direkt noch mit vorbeilassen. Er hatte so ein paar Probleme in der letzten Passage des Kurses. Geht auch noch besser der Ausgang hier. Müssen wir mal gucken. Bei mir auch ultra schlecht die letzten zwei Kurven. Da habe ich die ganze Zeit kein richtig gutes Gefühl gehabt. Müssen wir mal schauen, ob die anderen es besser machen. Ansonsten fühle ich mich eigentlich relativ gut. Es ist ein Rennen mit einem fixen Setup, das heißt, alle fahren das gleiche Setup, fahren das gleiche Auto. Somit ist es ein großer Spaß, denn hier kommt's, sauber die Schikane jetzt einmal genommen. Hier kommt es jetzt wirklich drauf an, wer mit den Umständen auf der Strecke hier am besten zurechtkommt. Wollen wir mal gucken, dass wir das Feld nicht ganz wegziehen lassen. Nach hinten habe ich etwas Abstand und lassen wir das Rennen mal beginnen. Oh je, da fliegen sie
also auch irgendwie quer durch die Gegend. Ja, das kann halt immer passieren. Mann. Naja gut, schauen wir uns hinterher mal den Replay an. Sicherlich nicht ganz so toll. Aber schon auf Platz 15, das ist sicherlich nicht allzu schlecht, denke ich. Da geht aber sicherlich noch ein bisschen mehr. Auf geht's! Eigentlich eine ganz gute Chance, ja, ja, da könnte was gehen, jetzt durch den Windschatten nach oben hin. Aber mal gucken. Ah, fast ein Tick zu nah dran. Ah, muss ein bisschen lupfen. Ob das noch gut geht, schauen wir mal. Wir probieren den mal jetzt noch vor der Schikane zu schnappen. Ja, das hat, glaube ich, gerade noch so hingehauen, muss man auch sagen. Mit meinem Fahrrad mit einem hohen Safety Rating. Ich glaube, das trägt auch noch dazu bei, dass solche Manöver ganz gut funktionieren. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass er nicht sofort den Gegenangriff setzen kann. Jetzt kommen ja meine zwei Lieblingsboden, die ich eigentlich nicht so richtig treffe. Ach, da eier ich ganz schön rum. Ich gebe es ja ehrlich zu. Da muss ich sicherlich noch ein bisschen trainieren. Aber der nächste vor mir, Stefano, hat glaube ich auch ein paar leichte Probleme. Also zumindest komme ich da schon ganz gut ran. Wollen wir mal gucken, ob hier vielleicht der Trick der letzten Runde hier auch einmal anwenden kann. Der Ausgang war glaube ich schon nicht schlecht. Und jetzt heißt es mal Vollgas wieder hoch zur Schikane. Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Da kann ich daneben setzen. Ja. Okay, das sollte auch hinhauen. Ja, Stefano, auch sehr hohes Safety Rating. Da kann man, glaube ich, erwarten, dass die im Zweikampf dann auch, ja, einer gewissen Intelligenz das Ganze betrachten. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier schnell wegkomme, denn die nächste Gerade kommt bestimmt und nach vorne hin habe ich jetzt leider ein großes Loch, sodass der Windstand nicht so gut ist. Jetzt kommen wir, wie gesagt, wieder. Meine beiden Lieblingsburgen, die habe ich ja schon mal schön versemmelt. Oh je, da steht der nächste quer. Ja, das war natürlich jetzt doppelt blöd. A, war es meine Lieblingsstelle im Rennen. Und B, musste ich jetzt gerade nochmal vom Gas, weil ja, da wieder einer quer stand. So, und jetzt, das wird ein heißes Rennen. Also, ich würde mal sagen, Stefano sitzt fast schon im Getriebe. Und ihr seht's ja, so nach vorne, richtig Windschatten sieht anders aus. Naja, gucken wir mal. Also jetzt mal ein bisschen in den Rückspiegel geschaut, ob sich da was tut. Das sieht gut aus. Das sollte für diese Runde noch ganz gut passen. Und ich glaube, er hat sich auch gerade so ein bisschen vertan und weggedreht. Also ein bisschen Luft nach vorne. Also ja, schauen wir mal, was da jetzt wieder so los ist.
Thank you. Ja, jetzt nach vorne, nach hinten, ein bisschen Luft, das heißt, ich muss mich nach vorne mal ein bisschen ranrobben. Was ihr gerade gehört habt, das finde ich übrigens auch eine tolle Funktion innerhalb von iRacing. Da können die Fahrer untereinander reden. Und ja, ich habe bei mir auch eine Taste an den Kopf gelegt, wo ich dann halt auf den Driver Channel funken kann, wenn es denn so passt. You fucking prick! Absolute fucking dickhead! Okay, ich glaube, ihr habt's gerade auch gehört. Da raucht's auch noch gewaltig. Also, ich übersetze das mal kurz ins Deutsche. Ich glaube, die wollten sich nach dem Rennen nochmal bei einer Tasse Tee unterhalten. Da gab's wohl leichte Ungereimtheiten. Ja, sowas passiert halt immer. Halt vorstellen. Jeder versucht hat sein Bestes zu geben, und wenn dann einer wirklich absolut Quatsch macht, ja, dann kann das schon mal passieren. Aber da wird einem auch klar, warum in der Formel 1 diese Funksprüche immer zensiert, ein paar Sekunden später erst gesendet werden. Ja, passiert alles im Eifer des Gefechts, glaube ich, und ist auch relativ human. Die Gemüter beruhigen sich meistens ein bisschen. Naja, wie sieht es bei uns aus? Im Rennen jetzt gerade, im Moment meine Lieblingspassage. Also wir sind gerade auf Platz 8, was natürlich von Platz 19 schon ein großer Schritt nach vorne ist. Haben bislang noch keine Incident-Punkte gesammelt, das heißt, haben weder jemand anderen berührt, die Strecke verlassen, oder wurden auch von jemand anderen berührt. Und das führt dazu, dass wir sicherlich ein gutes Safety-Rating für dieses Rennen bekommen, aber auch im Moment geht das I-Rating um 20 Punkte nach oben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut happy. Also das Rennen war jetzt ohne große Vorbereitung einfach mal gemacht. Und wenn es dabei bleiben sollte, dann nehme ich das natürlich gerne. Schauen wir mal, wie sich das Rennen noch so entwickelt. Nach vorne, nach hinten. Da kann eine Menge, glaube ich, noch passieren. Da müssen wir einfach mal schauen. War für mich so ein leicht unspannendes Rennen. Nach vorne, nach hinten relativ viel Platz. Das, was man im Rückspiegel so leicht sehen kann, das ist ein überrundeter Fahrer. Das sollte hoffentlich kein Riesenproblem sein. Von daher geht es jetzt erstmal darum, einfach das Rennen so nach Hause zu fahren.
Das sollte die erste Prämisse sein und dann können wir in den Folgerennen immer noch schauen, was uns da noch so passiert. Ja, schauen wir mal. Also wir sind gerade in Runde 12. So viele Runden wird es nicht mehr geben. Rennzeit hier in der GT3 Challenge sind immer 15 Minuten. Und somit sollte das Rennende dann da auch relativ nah uns kommen. Ja, generell, was ist zu sagen? Es macht tierisch Spaß, das Auto zu fahren. Das kann man, glaube ich, merken. Schöne Geschwindigkeit, gute Balance, selbst mit dem Basis-Setup. Klar, hier sieht man auch, ich bin sicherlich nicht der Schnellste auf der Strecke, aber komme auch ganz gut mit und kann den einen oder anderen ja doch überholen. Da sehen wir die weiße Flagge. Das ist schon mal ganz gut. Okay, jetzt wird im Rückspiegel unser Freund, der überrundete Fahrer, der die alle über die Leitplanke geschickt hat, ein bisschen dominanter. Ja, schauen wir mal, ob sich das irgendwie noch ausgeht. Ja, Safety Rating hat er 1, noch was. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Naja gut, er wird sich hoffentlich mal zusammenreißen. Mein Fahrer. You fucking idiot! Was ein Brathahn! Also das habe ich ja echt selten erlebt, aber ja, es war fast mit Ansage. Und der gute Mann war eine Runde hinten und in der letzten Runde ist 3 Minuten vor der Start- und Zielflagge. Meinte es dann noch, ja, alle zeigen zu wollen, wie toll er noch fahren kann. Und rauscht mir volle Kanne ins Heck. Ja, ich habe mich einmal um die komplette Achse gedreht. Da ist die Zielflagge, juhu, juhu. Das war unnötig. Einen Platz habe ich noch verloren. Ach, ärgerlich sowas. Meine Güte. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Oh Mann, schauen wir uns mal die Resultate an. Ja, super, herzlichen Dank. Ja, das hat dazu geführt, eigentlich sauberes Rennen. Aber der kleine Unfall, ja, wir waren hier im 6. Split von 17, also schon relativ weit oben. Der kleine Unfall hat dafür gesorgt, dass mein Safety Rating um 0,1 nach unten geht. Ja, Punkte sammelt auch der getroffen wird, der nichts dafür kann. Juhu, juhu. Ja, ihr seht, das gibt sofort 4 Incident-Punkte. Obwohl die 15 Minuten echt sauber gelaufen sind. Ja, super, ja. Ansonsten, da seht ihr es, Onurai, das war er, glaube ich. Ja, 1,38. 12 Incident-Punkte, ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Puh, das war ein Rennen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Es kann ja nicht immer so laufen. Bis dann, ciao.